Herzlich willkommen zur Coffee Cup Lerneinheit Wissensmanagement mit digitalen Medien. In den nächsten Minuten werden Sie erfahren, was man unter dem Begriff Wissensmanagement versteht und welche Ausprägungen Wissensmanagement im persönlichen und im schulischen Kontext haben kann. Digitale Medien bieten unzählige Möglichkeiten, Wissensmanagement zu unterstützen. Einige davon, Evernote im Speziellen, werden Sie in den nächsten Minuten kennenlernen. Allgemein betrachtet bezeichnet der Begriff Wissensmanagement alle Tätigkeiten und Methoden, die den Umgang mit Wissen verbessern sollen. Dazu zählen der Erwerb, die Entwicklung, der Transfer, die Speicherung sowie die Nutzung von Wissen. Generell kann man zwischen persönlichem und organisationalem Wissensmanagement unterscheiden. Für Pädagoginnen und Pädagogen bedeutet persönliches Wissensmanagement zum Beispiel leichteres Auffinden aller Unterlagen, nützlicher Links und Vorbereitungen. Schulisches Wissensmanagement ist das systematische und bewusste Umgehen mit dem Wissen aller Menschen in einer Schule. Persönliches Wissensmanagement äußert sich in analoger Form, zum Beispiel als Post-it am Kühlschrank, als thematisch sortierter Ordner mit Unterrichtsvorbereitungen oder als Karteikärtchen mit einer Notiz zu einem interessanten Artikel. Digitale Medien bieten im Bereich des Wissensmanagements viele Unterstützungsmöglichkeiten. Vor allem die sogenannten Cloud-Services, die Daten im Internet speichern und somit jederzeit und mit verschiedenen digitalen Endgeräten abrufbar machen, sind hierfür eine große Bereicherung. Diese Mindmap zeigt eine Auswahl an Top-Tools für persönliches Wissensmanagement, die die Wissenschaftlerin Barbara Geier-Heiden mit Hilfe des Mindmapping-Tools MindMeister zusammengestellt hat. Geier-Heiden ordnet die Tools, die sie am häufigsten verwendet, den Bereichen Suchen, Reflektieren und Teilen zu. In den Bereich Suchen fallen neben Tools zum Sammeln und Speichern von Informationen und Nachrichten aus dem Web und aus E-Mails auch Cloud-Lösungen wie Google Drive oder Dropbox sowie Tools zum individuellen Beziehen und Abonnieren von Nachrichten. Zum Bereich Reflektieren zählt Geier-Heiden sowohl digitale Werkzeuge zum Gliedern von Gedanken oder zum Brainstormen, als auch Tools, die beim Lesen und beim Erstellen von Texten Unterstützung bieten. Zum Teilen von Wissen empfiehlt Geier-Heiden zum einen Social-Media-Anwendungen und zum anderen das Mindmapping-Tool MindMeister, das sie auch zur Aufbereitung dieser Übersicht verwendet hat. Nachdem das Tool Evernote gleich in zwei der erwähnten Bereiche vorkommt, sehen wir es uns hier etwas genauer an. Evernote ist ein webbasierter Notizdienst, mit dem man Texte, Links, Grafiken oder Dokumente speichern kann. Die Anwendung ist benutzerfreundlich und übersichtlich gestaltet und bietet den Vorteil, dass sich die Inhalte auf PCs und mobilen Geräten gleichermaßen einsehen und bearbeiten lassen. Um Inhalte zu strukturieren, legt man verschiedene Notizbücher an. Auch Schlagwörter lassen sich einfach einer Notiz zuordnen, um diese später leichter wiederzufinden. Eine ähnliche Anwendung ist Microsofts OneNote. Im Gegensatz zu Evernote erstellt man keine einzelnen Notizzettel, sondern gliedert seine Gedanken und sein Wissen in virtuelle Mappen, die beliebig viele Abschnitte und Seiten haben können. Schulisches Wissensmanagement ist eines der wichtigsten Werkzeuge der Schulentwicklung. Es verfolgt unter anderem die Ziele Dokumentation, Kommunikation, Kooperation und Prozessmanagement innerhalb einer Schule zu optimieren. Cloud-Dienste wie Dropbox, Google Drive oder die Microsoft-Plattform Office 365 sind als Tools dafür besonders beliebt. Ein Zugang zu Office 365 steht allen österreichischen Schulen kostenlos zur Verfügung. Die Plattform eignet sich nicht nur als Online-Speicher von Dokumenten, sondern auch zur schulinternen Kommunikation und zum gemeinsamen Bearbeiten von Dokumenten. Vor allem für das Teilen von Unterrichtsmaterialien unter KollegInnen, aber auch für das Bereitstellen von Lehrplänen, Handreichungen und wichtigen Informationen von Seiten der Schulleitungen sind Plattformen wie Office 365 sehr nützlich.
SchülerInnen haben mit Office 365 nicht nur Zugang zum gesamten Office-Paket, sondern auch zu allen wichtigen Unterrichtsdokumenten, die von ihren Lehrerinnen und Lehrern online gestellt werden können. Für die Zusammenarbeit in Projekten und für das kooperative Arbeiten in einer Klasse oder innerhalb von LehrerInnen-Teams empfehlen sich Lernmanagementsysteme wie Moodle oder LMS.at. Direktionen nutzen auch sehr gerne Kommunikationsforen zur regelmäßigen Weitergabe und zur Dokumentation von wichtigen Informationen und Handreichungen. Für den Unterricht mit jüngeren SchülerInnen eignen sich Klassenpinnwände wie zum Beispiel www.klassenpinnwand.at sehr gut, die auch zur Kommunikation mit den Eltern verwendet werden können. Das Um und Auf im schulischen Wissensmanagement ist die Unterstützung durch die Schulleitung. Je transparenter und nachvollziehbarer die Ziele und die zur Erreichung eingesetzten Werkzeuge sind, umso höher sind die Chancen, dass die Maßnahmen vom Schulkörper akzeptiert werden und eine Schule als professionelle Organisation agieren kann. Sie wissen nun, was man unter dem Begriff Wissensmanagement versteht, welche Ausprägungen Wissensmanagement im persönlichen und im schulischen Kontext haben kann und wie digitale Medien, beispielsweise Evernote, Wissensmanagement unterstützen können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß bei Ihren weiteren Coffee Cup Lerneinheiten.